Entschuldige mich. Ja, was möchtest du denn? Frei, ich kann ohne den Schlüssel nicht befreit werden. Legt hier irgendwo einen Schlüssel rum. Das ist ein Kochlöffel. Egal! Mit dem Kochlöffel krieg ich bestimmt sicher auch dein Schloss geöffnet. Egal. Weiter. Was? Ich soll weitermachen? Gut, gut, gut. Na, Landratte! Ach, du bist Pirat! Kauf dir einem alten Seeräuber einen Krug Matzte. Er erfahrt dann auch ein kleines Geheimnis. Hättet ihr ein Krüglein Matze für einen müden alten Seefahrer? Natürlich. Danke für das Matzte Chicken. Woher kennst du meinen Namen? Ich habe ihn dir nicht gesagt. Böse, und dann ist dieser Augen. Guck mich nicht so an. Das macht mir Angst. Als ob du mit deinen Augen in mein Gehirn reingucken kannst. Ihr habt euch einen Dank verdient. Ihr wisst doch, dass einst die Nord hier herrschten. Damals, als sich die Dunkelelfen noch in den Felle der Höllenhunde gehüllt und das Feuer drängten. Im ersten Zeitalter, als die Söhne Haralds des Handlosen den Norden Tamriels beherrschten. Zur Zeit der Eroberung von Himmelsrand. Ich wette, dass ihr nicht wusstet, dass Olmgerd, der gesetzlose Haralds Bastard, wieso heißt der Bastard, wie ein Fürstensohn bestattet wurde, in seinem Schiff, in einer Gruft tief im Fels. Und natürlich haben die Sturmkuss mit ihm, natürlich haben sie Sturmkuss mit ihm begraben. Sturmkuss war Olmgerds magische Kriegsaxt. Und seht ihr diesen alten Schlüssel? Seht ihr, was auf ihm erkennbar ist? Sturmkuss, hier nehmt sie. Der Heiler sagt, dass die Matzte mich tötet. Also habe ich dich gerade getötet. Und du bist jetzt ein Geist, weil ich dir, ne, Matzte gegeben habe. Ich werde heimgehen nach Himmelsrand, um zu sterben. Hier habt euer ganzes Leben noch vor euch. Da mal los, nehmt sie, ich kann irgendwie nicht mehr reden. Mein Gehirn hat sich abgeschaltet. Böse. Sie sagen, dass sie Olmgerd in den Tiefen einer alten Dunmergruft begraben hätten. Aus den Erzählungen des Minnesängers weiß man, dass das Begräbnis auf einer langgezogenen Landzunge an der Südküste von Warnfell stattfand. Genauer gesagt auf einer kleinen Insel nahe der Westküste der Halbinsel. Ich denke, dass es irgendwo zwischen den dädrischen Ruinen bei Zaintiraris und Tebranora war. Mögen die Götter mit euch sein und habt Dank für das Matzte. Tebranora ist da unten und diese komische Ruine ist hier irgendwo. Schön für dich. Schön für dich. Aber was ist denn mit dem Schlüssel von Magonia? Gibt es überhaupt einen Schlüssel, Mister? Ja? Fauch mich nicht so an! Ungeschickt. Alles meine Schuld ist. Nein, nicht alles deine Schuld ist. Nicht alles deine Schuld ist. Du dafür nichts können. Nicht deine Schuld. Hier, Schuld von Vogel, der Piepsen. Kannst du mal die Klappe halten? So selten. Weit weg vom Marsch. Kampf der Vögel. Ja, weit weg vom Marsch. Weit weg? Dann geh nach Süden. Nach Süden, nach Süden, nach Süden. Egal. Gehen wir nach Tebranora. Wie weg. Chicken, hör auf. Böse. 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 Ich hab gar nicht so böse und so. Es tut mir leid. Ich werd's nie wieder tun. Doch werd ich.
wird doch sowieso gleich wieder dafür bestraft werden. Also kommt schon, Leute, kommt schon. Das ist gar nicht Redoran, hör auf zu lügen. Das ist hier Fremdenviertel. Was war das? Egal. Ja, Schlickschreiter, du bringst mich leider nicht dorthin. Ich will trotzdem mit dir fahren, Schlickschreiter. Hallo, Schlickschreiter. Schlickschreiter, nicht schlafen. Aufwachen. Und schlaf weiter. Ich wünschte, mein Vogel würde weiter schlafen. Ja, wird sie aber nicht. Egal. Reise und help Branora. Tell Brandenburg oder so. Brand. Ja. Brandung. Sprecht zu mir. Was benötigt ihr? Gar nichts. Ah. Was machst du? Ah, schön, dass du nicht runterkommst. Ist das der Paarungstanz der Alit? Oder was macht der da? Ach komm, ich lass dich leben. Wieso kommt hier auch... Naja. Hi. Böse. Irgendwo. Nirgendwo. Hallo, Klippenläufer. Wie geht es dir? Cliff Racer. Und Höllenhunde. Und Netzbull. Habe ich das gerade richtig da hinten gesehen? Mach mal kurz Bruchtraumschnauze. Yep, habe ich richtig gesehen. Das erschwert schon wieder meine Suche. Hüppies und so. Was macht dem Orwind Main Team? Du. Schlammkrabben. Erstmal ein Bad nehmen. Aber ich bin doch ein Gamer. Ich darf doch nicht mit Wasser in Berührung kommen. Ist das schon die Gruft? Ist das die Gruft? Le Gruft. Irgendwie. Ja, dieser Schwanz hatte gerade wirklich ein bisschen. Dings. Wie nennt man's? Arisgruft. War das die? Stand das überhaupt da? Nein, war sie aber nicht. Ob es nicht da stand. Böse. Willkommen in der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Hallo, Klippenläufer, wie geht es euch? Aggressivitäten heute mal wieder in der Tagesordnung, oder wie? Irgendwie verschwinden hier Sachen in der letzten Zeit. Erst der Ordinator? Nein, zuallererst mal die neuesten Gerüchtefunktionen. Dann der Ordinator in Vivek? Jetzt die Klippenläufer? Und nun mal Levitation. Aber die Schlammkrabbe ist noch da. Marwani. Anruf. Das war sie. Hey Chicken, wo willst du das wissen? Ja, woher weiß Chicken sowas? Chicken ist ein Cheater. Cheater! Yeah. Verdammte Cheetah-Hühner. Nee. So. Bla. Okay.
Und es ist nicht irgendeine Ahnengruft, es ist die Ahnengruft. Skelettolein. Ja, denn ein Skelett gibt es nicht in jeder Ahnengruft. Knochenmehl, ich habe genug Knochenmehl in meinem Haus bei Balmora. Behalte das Knochenmehl, ich will es nicht, ich will die Kerze hier. Hallo, jemand zu Hause? Da ist so ein Skelett, Knochen, Lord Fürst, wie auch immer sie heißen. Ich hab's vergessen. Ja, diese komischen Skelettblitzis. Ah, Titin, Maskenhelm, ganz behalten. Schlüssel entdecken. Ja, Skelettfürst hieß du. Jetzt nicht mehr. Jetzt bist du ein totes Skelett. Los! Stirb! Stirb! Wieso gucke ich überhaupt in sein Inventar rein? Du hast doch sowieso nur Knochenmehl. Ich brauche kein Knochen. Oh, oh, wie großzügig! Also, bei so viel Geld da. Da kommen ja praktisch die Tränen. Ohne Worte. Ohne Worte. Ach, wie großzügig ist das denn? Hier ist ja noch mehr. Falsche Taste. So. Kleine Kiste. Chamäleon, kannst du behalten. Gewöhnliches Amulett. Kannst du auch behalten. Feder kannst du sowieso behalten. Das kannst du erst recht behalten. Und das kannst du auch behalten. Ihr könnt alles behalten. Ich will es nicht. Lörling. Open the door! Ja! Perfecto, Manu, Kabuschki, bis kalt rasten, bla bla. Nur, dass wieder so ein Aliz kommt, der einen Paarungstanz machen will. Ach ja, eine Frage. Kennen einige von Leute von euch vielleicht dieses eine Spiel, wo man die ganze Zeit über eine Treppe runtergeht? Also nicht, dass hier jetzt irgendwelche Parallelen aufkommen. Wisst ihr auch, was am Ende passiert? Naja, aber die düstere Stimmung fehlt. Ich habe das mal in einem Video gesehen. Oh nein, bei uns bleibt es versagt. Weißt du? Falsches Genre, Chicken. Moment mal. Falscher, überhaupt falsch. Alles falsch. Du bist auch falsch. Ja, lauf den Angriff beenden, bla bla bla. Ach, Chicken, du bist perfekt darin, wenn es darum geht, irgendwelche Scheiße zu labern. Die überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja, darf ich vorstellen. Einer der epischsten Dingsruinen ever. Also stirb. Torp. Dun, 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 dun. Ah, gut, dass wir Chicken hier Limitation hat, weil sonst müsste sie durch das Labyrinth gehen. Wie war das noch mit Cheetah-Hühnchen? Ah, da ist der Eingang. Oder Ausgang, oder... Irgendwas Gang! Stirb! Noch ein Fuzzi auf Doom. Ist hier noch irgend... Natürlich ist hier noch irgendwer. Viele sogar. Wie viel Mana habe ich? Habe ich genug für einen meiner kleinen Atronachtiere? Nein, natürlich nicht. Mir fehlen 16...
Banner-Pünktchen.